Schauen wir uns nun die vergangenen zwei Jahre mal an. Nachtreten, back to the roots, Schlaumeier, Scheißdreck, Umgang mit Ehrenspielführern, katastrophale Prozesse teilweise und Spätzlwirtschaft. Aber der Reihe nach. Nachdem ich mir ja vorher gute Vorsätze vorgenommen habe, ja, habe ich in der Schule gelernt, sita quisses philosophus manises. Wenn du ein Philosoph geblieben wärst, dann wärst du, wenn du jetzt geschwiegen hättest, wärst du ein Philosoph geblieben. Ich lehne eine Diskussion auf dem Niveau total ab. Ich glaube, ich werde dir in der Zukunft meine rechte Hand hin und wieder auf den Oberschenkel drücken, wenn ich merke, du wirst unruhig. Damit du nicht irgendwann explodierst neben mir. Ja. Da muss ich ehrlich sagen, ich war schockiert. Ich war total überrascht und deshalb bin ich sehr glücklich, dass ich nicht reagiert habe. Denn dann wäre genau das Chaos entstanden, das ich beim FC Bayern noch nie erlebt habe. Ich habe jetzt 40 Jahre daran gearbeitet, dass der FC Bayern das ist, was er jetzt geworden ist. Aber so etwas habe ich noch nicht erlebt und ich hoffe, dass es sich wieder ändert, sonst ist das nicht mehr mein FC Bayern. Denn das ist etwas, was ich nicht akzeptiere.